1985, Wernigerode. Der kälteste Winter, den ich je erlebt habe. Das erzählt mir meine Oma jedes Jahr zu meinem Geburtstag. Sie wird nicht müde, mir weiterzuerzählen. Ich habe schon viel Schnee, schon heftige Winter, schon Schneestürme erlebt. Nein, wirklich, Katharina, damals im Krieg. Das waren kalte Winter. Aber als du geboren wurdest, da war es wirklich kalt. Sie lacht dann immer und malt in fantastischen Bildern aus, wie sie noch am Tag meiner Geburt ein Babybett auftreibt, gar nicht mal so einfach damals in der DDR, sagt sie, und erzählt, wie sie das Bett durch den knietiefen Harzer Schnee schleppt. Es gerade noch schafft, um mir, Frischgeborene, ein Heim zu bereiten. Dieser kalte Winter am Tag meiner Geburt hat sich meiner Oma eingebrannt. Ich frage mich heute oft, warum eigentlich? Ob das ein Omen gewesen ist? Ob sie mir eigentlich etwas anderes sagen will? Wahrscheinlich nicht. Aber in meiner Fantasie reiht sich ihre Geschichte vom Winter in ein Gefühl von Kälte ein, das ich mit meiner Geburt und meiner Heimat verbinde. Würde ich die Geschichte meiner Geburt heute selbst erzählen, würde ich nicht vom Harzer Winter sprechen, sondern vom deutschen Herbst. Ich würde davon sprechen, in meiner Heimat, die einzige Heimat, die ich kenne, in die ich reingeboren wurde, mein Leben lang als Fremde zu gelten. Oder als Ausländerin, so wie es früher hieß. Ausländerin, das ist kein neutrales Wort, das beschreibt, einen anderen Pass zu besitzen oder eben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Darum geht es nicht, wenn mich Menschen als Ausländerin bezeichnen. Ausländer ist ein aufgeladenes Wort in Deutschland. Und wird in eben diesem deutschen Herbst zur Ausrede für Gewalt. Ausländerfeindlichkeit nennt man es in der Zeitung, als im Jahr 1990 Rufe wie Deutschland den Deutschen Ausländer raus durch die Straßen schallen. Sei es auf Wernigeröder Straßen, in Dresden, in Weimar, Berlin oder sonst wo im Osten. Überall hört man Sikai-Rufe und rassistische Sprüche, die ich nicht reproduzieren möchte. Eine gewaltvolle Sprache, die zum Teil brachiale Gewalt auf der Straße mit sich bringt und auch 5, 10, 20, ja 30 Jahre später immer noch fortlebt. Ausländerfeindlichkeit heißt es im TV, als im Jahr 1991 Menschen aus Hoyerswerda 3 Tage lang Asylunterkünfte in Brand stecken und Steine und Molotow-Cocktails in Wohnheime von ehemaligen VertragsarbeiterInnen werfen, um sie zu töten. Die Ausländerfeindlichen. So nennt meine Mutter die Menschen, die mich im Alter von 7 Jahren auf dem Heimweg von der Grundschule mit dem N-Wort beschimpfen und über den Schotterweg nach Hause jagen. Hier auf dem Weg nach Hause beginnt mein eigentlicher Unterricht. Wegrennen, verstecken, keine Angst zeigen. Ich lerne zu flitzen, wenn die Mädchengruppe aus der Berufsschule mich mit Steinen bewirft. Lerne mich rechtzeitig zu verstecken, wenn Männergruppen in Bomberjacken auf mich zukommen. Und langsam abzustumpfen, weil aus dieser Hölle Heimat es keinen Ausweg gibt. Das ist mein Zuhause. Dieses Zuhause ist aber nicht das Ausland. Es ist nicht Afrika, wie Sie sagen. Sie wissen gar nicht, was dieses Afrika wirklich ist. Und darum geht es auch nicht. Was Sie meinen, ist kein tatsächlicher Kontinent, der mein Zuhause ist. Was Sie meinen, ist eine Projektion, eine vermeintliche Fremde. Genauso wie Sie in mir stets nur die Fremde sehen wollen. Dabei ist das Land, aus dem ich komme und in das Sie mich mit Flüchen und Gewalt zurückwünschen, die DDR. Deutschland, Ostdeutschland. Genauso wie Ihres. In diesem Ostdeutschland der 90er Jahre wachse ich auf und bin zugleich unsichtbar. Hier lerne ich mich unsichtbar zu machen, so wenig wie möglich aufzufallen, um nicht Opfer dieser Gewalt zu werden, um nicht wieder mit Steinen beworfen zu werden, nicht wieder beschimpft zu werden. Hier, in dieser Hölle Heimat, versuche ich so wenig wie möglich aufzufallen, anzuecken, so wenig wie möglich zu sein. Eine Überanpassung als Überlebensstrategie. Denn solange es mich nicht gibt, solange kann ich nicht angegriffen und gedemütigt werden. Solange es mich nicht gibt, solange kann ich mich retten. Und somit gibt es mich auch einfach nicht. Und auch andere sehe ich nicht. Menschen, denen es wie mir geht, kenne ich kaum.
Und selbst wenn, tauschen wir uns nicht über das Erlebte aus, finden keine Sprache, keine Worte dafür, was mir passiert ist, wie es mir geht. Ich erdulde es allein, bin mit meinen Erfahrungen allein, eine Fremde in der vermeintlichen Heimat, ein Alien in der vermeintlich normalen Welt, allein und zutiefst einsam. Genau von dieser Kälte hätte mir meine Oma zu meinem Geburtstag erzählen sollen. Diese Einsamkeit ist mein kältester Winter, mein knietiefer Schnee, durch den ich tagtäglich laufe und der erst viele Jahre später anfängt zu tauen, wenn ich höre, dass es parallel zu meiner Geschichte viele ähnliche Geschichten gab und gibt. Unsichtbare Geschichten wie meine, die lange reif sind, erzählt und sichtbar zu werden. Hallo und herzlich willkommen zum Gesprächsabend Our Legacy, Ostdeutsche Geschichten of Color. Mein Name ist Katharina Wader. Ich bin, wie gerade gelesen, in Wernigerode geboren, in Sachsen-Anhalt. Damals war das die DDR, jetzt das Sachsen-Anhalt. Bin Soziologin und Autorin, lebe heute in Berlin und arbeite zu den Schwerpunktthemen Ostdeutschland, Klassismus, Rassismus und Punk. Und dabei geht es mir vor allem darum, marginalisierte Perspektiven aus Ostdeutschland sichtbar zu machen und vor allem nicht weiße und migrantische Perspektiven in Ostdeutschland sichtbarer zu machen. Ich habe einen großartigen Gast heute, der mit mir auf dem Podium sitzt, Patrice Potrus. Er ist Historiker und Migrationsforscher. Und das habe ich heute erst erfahren, ist in der DDR geboren, in Ost-Berlin hier. Er ist gelernter Elektronikfacharbeiter und war Unteroffizier in der DDR. Das sind die neuen Infos, die ich habe. Patrice war 29 Jahre alt, als die Mauer geöffnet wurde und hat dann ein Studium begonnen, hat studiert in Berlin, dann seine Promotion gehabt in Frankfurt an der Oder. Und hat weiter zum Osten gearbeitet, was ich sehr spannend finde und weswegen er auch hier ist. Du hast zu Themen rund um DDR und Ostdeutschland gearbeitet, zum Beispiel eine Arbeit geschrieben zum Essverhalten und, wie du mal sagtest, Studien zu Broiler geführt. Aber vor allem hast du eine Arbeit geschrieben zu politischen ImmigrantInnen in der DDR und arbeitest jetzt seit 2019 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Erfurt und forscht zu Familienerinnerungen der DDR in Thüringen. Und im gleichen Jahr kam auch das Buch von dir raus, 2019, Umkämpftes Asyl vom Nachkriegsdeutschland bis in die Gegenwart. Hallo. Hallo. Der Grund, warum ich diese Veranstaltung machen wollte und warum die Our Legacy heißt, Ostdeutsche Geschichten of Color, ist mehr Informationen zu diesem Thema irgendwie zu machen. Aber mein eigentlicher Grund ist gar nicht so sehr diese Informationssuche, sondern ein sehr intrinsischer, emotionaler Grund, der mich auch generell in meinen Arbeiten antreibt. Und zwar habe ich Anfang des Jahres geschrieben und auch veröffentlicht, ich habe 36 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass ich nicht allein bin. Vielleicht war ich es auch nie. Wer weiß das schon? Denn meine Leute sind die Unsichtbaren dieser Gesellschaft. Und diese Unsichtbarkeit sehe ich gerade, was so Ostdeutsche auf Color angeht oder Ostdeutsche mit Migrationsgeschichte. In dem Zusammenhang spreche ich immer von der doppelten Unsichtbarkeit. Also einerseits wurden ostdeutsche Perspektiven lange Zeit sehr eindimensional in die Öffentlichkeit gebracht, wenn überhaupt. Also es wurde über den Osten viel gesprochen, aber es kamen wenig Geschichten so aus dem Osten. Und wenn, waren die ganz automatisch und ganz selbstverständlich homogen weiß. Also man geht davon aus, dass Ostdeutschland eine homogen weiße Gesellschaft ist, genauso wie es die DDR war. Auf der anderen Seite, wenn in Deutschland mal über Migration gesprochen wird und auch migrantische Positionen sind nicht so sehr vertreten im öffentlichen Diskurs, aber wenn mal über Migration gesprochen wird, dann ist das automatisch irgendwie eine westdeutsche Geschichte. Also man geht in Deutschland immer davon aus, Migration hat 1945 erst angefangen, vorher gab es das alles nicht. Und dann erzählt man die Geschichte von
die anfängt mit GastarbeiterInnen in Westdeutschland. Und dazwischen passiert irgendwie sehr wenig. Also wenn diese beiden Ebenen zusammenkommen, Migration und Ostdeutschland, ist irgendwie so eine Lücke da oder halt eine doppelte Unsichtbarkeit. Und genau aus dieser Erfahrung heraus, so uns gibt es doch, und was das auch mit einem macht, wenn man in dieser Lücke aufwächst, also wie sich diese Unsichtbarkeit anfühlt und wie sich das in Einsamkeit auch manifestiert und wie dringend es eigentlich eine ostdeutsche Geschichte of Color auch braucht, nicht nur nach außen, damit die sichtbarer wird, sondern wie ich finde, zumindest auch für die Leute selbst. Zumindest merke ich das an mir, dass ich das brauche. Und deswegen braucht es generell eine Geschichtsschreibung, die diverser aufgestellt ist, eine Legacy, eine Kontinuität von Geschichten. Und ich würde gerne mit diesem Abend so einen Puzzlestein darin legen und anfangen, oder nicht anfangen, ich bin nicht die Erste, die das macht, einen Puzzlestein legen, um eine ostdeutsche Geschichte of Color zu schreiben. Ja. Okay, ich könnte jetzt sagen, habe ich doch schon gemacht. Dann los. Aber nein, das ist, ist unter anderem ein Teil des Problems, dass die Geisteswissenschaften in der gesellschaftlichen Wahrnehmung ein Problem haben. Ich habe, glaube ich, vor 20 Jahren, jetzt kommt heraus, dass ich ein alter Sack bin, vor 20 Jahren mit zwei Kollegen ein Thesenpapier darüber geschrieben und auch veröffentlicht, warum wir glauben, dass was sich in Ostdeutschland abspielte in den 90er und in den Nullerjahren sehr wohl sehr viel mit der DDR zu tun hat und zugleich nach 1990 aber auch eine neue Dimension bekommen hat. Und es, und ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, das war so eine doppelt schwere Auseinandersetzung. Ich habe eigentlich gar nicht gerne über mich selbst arbeiten wollen oder über Dinge, die mich selbst beschäftigt haben. Mit meiner Dissertation, die heißt Die Erfindung des Goldbräulers, habe ich eigentlich versucht, zuerst zu erklären, warum es sowas gegeben hat, wie gutes Leben in der DDR. Und warum das eigentlich so ein großes Problem ist oder war. Also, dass die Leute zwar satt geworden waren, aber nicht zufrieden. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gelungen ist, aber immerhin wurde ich promoviert. Aber genau in dem Jahr, als ich meine Dissertation eingereicht habe, hat es in den 2000 eine neue Welle von rassistischen Übergriffen insbesondere in Ostdeutschland gegeben. Nicht nur, aber mit einer ganz anderen Wucht. Und da war sozusagen bei mir der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, dass die Diskussion darüber, sowohl die innerwissenschaftliche als auch die öffentliche, geht an dem Kern irgendwie vorbei. Die sucht immer sozusagen den Heilungspunkt, und nicht zuerst erstmal sozusagen die Leute ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu stellen, die von dieser Entwicklung am stärksten betroffen sind. Also dass man immer schon sagt, was können wir tun, anstatt erstmal die Frage zu stellen, wie geht's euch überhaupt damit? Ja. Und ehrlich gesagt war das Arbeiten darüber ist unglaublich schwierig. Also es ist ja auch sonst so, dass Rassismus eine Art Energieverzehr im Alltag ist. Und dann liest du Dokumente, Zeitungsartikel, Stellungnahmen. Und es ist einfach so, als ob, es ist eigentlich so wie bei deinem Einstiegsbeitrag, dass man das Gefühl hat, das passiert einem selbst alles schon wieder. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems, warum es auch so schwer ist, sozusagen so schwer ist, damit vorwärts zu kommen, weil man letztendlich auch auf sich selbst aufpassen muss. Man kann sich nicht einfach ständig dieser Torturen aussetzen,
die einen auch quälen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Ja, völlig. So geht es mir auch tatsächlich in meinem Arbeiten und es ist gar nicht mal so einfach. Und ich glaube gerade aber deshalb braucht es Räume, wo es so wo Kontinuitäten sichtbar werden, wo man rauskommt aus einem Gefühl von Vereinzelung und so alles nochmal mitmachen muss, durchleben muss und sich stattdessen eher in Kontinuitäten und Räume in Netzwerke einreihen kann. Und dafür ist ja, also dafür sehe ich auch den Abend. Und ich finde es eher spannend, dass du hattest in der Wissenschaft schon viel dazu gemacht, aber gleichzeitig ist die Wahrnehmung nach außen so gar nicht da. Also bis heute geht man doch davon aus, dass der Osten ein homogen weißer Raum ist und guckt sich gar nicht die Arbeiten an, die gemacht sind. Interessanterweise, selbst wenn man über Rechtsextremismus dann spricht oder über rassistische Gewalt, kommen die Betroffenen gar nicht zur Sprache. Und ich glaube auch, so ein Aspekt darin, da gibt es ganz viele Aspekte und der größte Aspekt ist einfach Rassismus selbst, aber ein Aspekt darin ist auch diese Teilung, dass man auf der einen Seite einen Raum zeichnet in Deutschland, der von Migration betroffen ist, in Anführungsstrichen, Westdeutschland, und auf der anderen Seite gibt es einen Raum, der für Rassismus zuständig ist oder für rechte Gewalt, so im Storytelling, im Medialen. Und dann kann man sehr gut zwei Gruppen auseinanderhalten und gar nicht so sehr zu dem Punkt kommen, dass man über die sprechen muss, die davon betroffen sind, weil die sind ja auf der einen Seite und das Problem ist auf der anderen Seite. Und das ist so, es ist wie eine Ausrede, diese beiden Personengruppen gar nicht zusammenzubringen. Ja, das ist ein schwieriges Problem. Ich glaube aber, das wäre nicht ganz so problematisch, wenn es sozusagen in Ostdeutschland nicht so ähnlich verhandelt werden würde oder von Ostdeutschen selbst. Für mich persönlich war eine der allergrößten Schwierigkeiten, dass ich von Kolleginnen angegriffen wurde, die meinten, ich würde es jetzt der Karriere wegen Ostdeutschland schlecht machen. Das mit der Karriere habe ich bisher nicht so richtig mitbekommen. Mir ging es alles andere als um schlecht machen. Aber mir ging es eigentlich darum zu sagen, Leute, kann ja alles sein, aber hier sind Geschichten zu erzählen, die kommen einfach nicht vor. Tatsächlich ist die Auseinandersetzung mit der Situation in Ostdeutschland eine Auseinandersetzung um den Rechtsextremismus gewesen. Mal abgesehen davon, was für ein problematischer Begriff das ist. Also diese ganze Extremismus-Debatte, bestimmte gesellschaftliche Tendenzen sozusagen von vornherein an den Rand der Gesellschaft zu stellen und dann aber eben automatisch auch diejenigen, die Opfer dieser Gewalt oder auch dieser Angriffe sind und sich überhaupt nicht damit beschäftigen zu wollen, was das sozusagen eigentlich alltäglich bedeutet. Das ist eine. Und das andere ist, und deswegen ist es, bin ich so froh, dass mit der Einsamkeit, also ich war übrigens 28, als die Mauer fiel, das mit der Einsamkeit ist sozusagen das, was die erste Hälfte meines Lebens beschreibt, nämlich das Leben in der DDR. Ich glaube, ich war der Einzige in meiner Klasse, also das steht fest, ich war der Einzige in der Schule und wenn man Leute kennengelernt hat, von denen man den Eindruck hat, ey, du bist doch wie ich, dann ist man sich aus dem Weg gegangen. Irgendwie so. Und es hat sich eigentlich erst nach 1990 geändert. Lass uns mal in der DDR bleiben. Also mir ging es genauso und ich finde es gut, dass du schon zur DDR übergeleitet hast, denn ich würde gerne noch mal über die DDR sprechen. Ich war Kind in der DDR, ich bin in der DDR geboren, aber ich war Kind und habe ein sehr positives Bild von der DDR, was komplett aus Kinderperspektive ist. Also da geht es um Kindergarten, da geht es um Nachschlag und Matroschka-Fest. So. Das ist mein Bild von der DDR. Aber die DDR wird ja immer auch als komplett homogen weiße Kultur wahrgenommen, was nicht ganz der Fall ist. Also auch die DDR hat eine Migrationsgeschichte, eine kontinuierliche und eine komplexe Migrationsgeschichte. Die DDR hat sich als offiziell als antifaschistisches, antirassistisches und antikoloniales Land bezeichnet.
Rechtsextremismus war verboten in der DDR. Wie war es in der DDR? Vielleicht kannst du uns kurz mitnehmen und nochmal vielleicht auch kurz dazwischen schwingen als Historiker, vielleicht, weil die Fakten sind nicht allen immer bekannt. Kurz nochmal was zur Migration sagen und aber dann auf der anderen Seite, wie du es erlebt hast. Das ist jetzt ganz schwierig. Ich kann auch die Fakten bringen sonst. Ich kenne die ja alle. Also das ist nicht der Punkt. Die DDR ist eigentlich wie die alte Bundesrepublik und Österreich übrigens auch Nachfolgestaat des Großdeutschen Reiches gewesen. Und insbesondere wenn wir sozusagen auf Bevölkerungszusammensetzung schauen, ganz erhebliche Auswirkungen. Die deutsche Wohnbevölkerung oder auch die österreichische Wohnbevölkerung, um das immer sozusagen in diesem Dreiklang auch zu nehmen, die waren nie so homogen wie nach 1945. Das, was sozusagen in der deutschen Gesellschaft als normal angesehen wird, nämlich dieser hohe Grad der Homogenität, ist ohne den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg undenkbar gewesen. Und zugleich ist es konsensual in den unterschiedlichen Staaten, mit denen sich verschiedene entwickelnden postnationalsozialistischen Gesellschaften, dass dies aber das Ideal eigentlich ist. Nicht zu fragen, welche Kosten das verursacht hat und wie man dahin gekommen ist. Und das war auch in der DDR so. Zugleich gab es sozusagen, jetzt versuche ich es mal ganz knapp, ich glaube vier Gruppen von Migrantinnen, die mehr oder minder sozusagen den Unterschied gemacht haben. Die größte Gruppe waren die sowjetischen Besatzungssoldaten. Mehr als 400.000 Menschen, Soldaten, Offiziere, Frauen von Offizieren, Zivilangestellten, hochgradig isoliert von der Mehrheitsgesellschaft. Und nicht nur auf Verlangen des SED-Staates, sondern aus dem Selbstverständnis der sowjetischen Militäradministration selbst. Die zweitgrößte Gruppe waren die Vertragsarbeiterinnen, Arbeitsmigrantinnen, würden wir Migrationsforscher sagen, so um die 100.000 am Ende der DDR, kamen aus sehr unterschiedlichen Ländern, aus Ostasien, aus Afrika und auch aus Kuba. Eine längere Geschichte, es gab auch mal, zum Beispiel da, wo ich arbeite, in Erfurt, gab es mal Algerier, die gearbeitet haben. Ich nehme ganz bewusst das Maskulinum, weil es hauptsächlich sich um Männer handelte. Und da hat es 1975 zum Beispiel fast pogromartige Ausschreitungen gegen Algerien gegeben. Die dritte Gruppe sind ausländische Studierende gewesen, gar nicht so wenig hier um die Ecke an der Humboldt-Universität, haben sehr viele ausländische Studierende ihren Abschluss gemacht. Mein Vater gehörte nicht hier an der Humboldt-Universität, aber erst in Leipzig und dann an der Hochschule für Ökonomie in Karlshorst. Oder besser gesagt sogar meine beiden Väter. Spezielle Geschichte. Und dann gehören dazu die Politimmigranten, zu denen ich selber auch geforscht habe. Also Menschen, die in der DDR politisches Asyl bekommen haben. Dazu zählt mein Vater zum Beispiel, genau. Mein Vater kam aus Südafrika, das war auch die zweitgrößte Gruppe. Chilenen waren die größte, Südafrikaner waren die zweitgrößte Gruppe, die über den ANC, also es waren politische Flüchtlinge, die über in Südafrika kamen, die über den ANC, also der African National Congress, die Anti-Apartheid-Bewegung um Nelson Mandela herum in die DDR und haben Unterschlupf gefunden, haben studiert, haben Identitäten ausgetauscht. So, also eine konspirative Sache auch so ein bisschen. Ja, aber mehr weiß ich tatsächlich auch nicht darüber, denn ich habe das Gefühl, dass das auch eine Gruppe ist, über die es generell sehr wenig Wissen gibt. Es gibt eine Arbeit darüber, aber und dann dir. Über die Südafrikanerinnen.
Das ist auch jemand gewesen, der sozusagen einen biografischen Zugang da auch hat, was eigentlich gar nicht so außergewöhnlich ist. Es ist zwar so, dass in den Geisteswissenschaften das schnell mal so als Malus genommen wird, aber sozusagen, ich denke, da muss man auch selbstbewusster sein. Es gibt sozusagen ein vorwissenschaftliches Interesse, das bedeutsam ist. Mit der Geschichte des Antisemitismus haben sich Menschen vor allen Dingen zuerst beschäftigt, die mit Antisemitismus konfrontiert waren. Und so ähnlich, denke ich, ist es auch mit Rassismus oder mit Kolonialismus oder mit Migration, was ein anderes ein Phänomen auf einer anderen gesellschaftlichen Ebene ist. Um aber nochmal zu sagen, für mich das war, ich hatte ganz lange gar keinen Ort. Ich konnte nicht mehr erzählen, wo ich eigentlich herkomme, wenn ich gefragt wurde. Das war so merkwürdig, weil meine Väter abwesend waren. Und zwar nicht etwa, weil sie wollten, sondern weil sie mussten. Darf ich kurz fragen? Du musst doch nicht beantworten. Aber vielleicht ist auch so ein Biologismus, dem ich jetzt nicht auffliegen möchte. Aber warum hast du zwei Väter? Ja, meine Mutter hat in Leipzig Buchhandel studiert. Das ist so. Und in Leipzig haben alle ausländischen Studierenden ein Jahr am Herder-Institut Deutsch gelernt. Und ja, wie soll ich meine Mutter beschreiben? Sehr blass, rothaarig, sommersprossig. Und mein leiblicher Vater und mein sozialer Vater haben sich gleichzeitig für sie interessiert. Zugleich waren die beste Freunde am Herder-Institut, weil sie eine Gemeinsamkeit hatten, dass sie nämlich jeweils aus ihrem Land aus einer christlichen Minderheit kamen, die sozusagen sie von einer größeren Gruppe anderer Studierender eher unterschieden hat, um es vorsichtig zu formulieren. Ja, auf jeden Fall, mein leiblicher Vater wollte nicht, dass ich zur Welt komme und dann schlug sozusagen die Stunde meines sozialen Vaters, wie meine Mutter später erzählte, nach einigen Widerstand von ihr, so nach dem Motto, so einen hatte ich gerade, das brauche ich jetzt nicht nochmal, dann aber sozusagen doch ihr Herz gewonnen hat und dann gehen musste. Wenn man, meine Eltern waren sogar verheiratet, aber es führte keinen Weg daran vorbei, als mein Vater fertig war mit seiner Ausbildung. Er hat sozusagen alles noch versucht, er hat promoviert, noch in der DDR und dann war Schluss. Das war wie sozusagen die Frage, was sozusagen an biografischen, familiären, persönlichen, dann auch spielte keine Rolle. Und das Interessante ist, dass Ausländerbehörden und auch das Bundesinnenministerium in der Gegenwart ganz ähnlich mit ausländischen Studierenden in Deutschland umgehen. Nur dass es sozusagen so doppelt war, dass meiner Mutter wurde übrigens die Ausreise aus der DDR angeboten. So nach dem Motto, wenn Sie mit so jemandem verheiratet sind, dann gehen Sie doch. Ich weiß, dass das meine Mutter und mein Vater auch vorhatten, denn meine Eltern haben, ich weiß nicht viel über meine Eltern, also ich weiß was über meine Mutter, aber ich weiß nicht viel über meinen Vater und habe meinen Vater auch nie kennengelernt, aber ich weiß, dass er über den ANC nach Deutschland kam, also in die DDR kam und in Jena studiert hat und sich dort meine Eltern im Wohnheim kennengelernt haben. Und als meine Mutter schwanger war, gab es auch die Idee auszureisen nach Südafrika und ich weiß gar nicht, wie problematisch das zur Zeit der Apartheid auch gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie Mixed Marriage, was das für einen Status dort hatte. Aber auf jeden Fall haben die beiden sich getrennt, weil der soziale Druck von außen so enorm hoch war. Und meine Mutter spricht da sehr, sehr wenig darüber und man kann da sehr wenig aus ihr rausbekommen. Man merkt richtig, wie das pocht noch, diese Geschichte. Aber meine Mutter sagt immer, und das ist eine Floskel, die ich seit meiner Kindheit höre, die Beziehung wurde nicht gern gesehen. Und das ist was ich von sehr vielen höre. Genau die gleiche Floskel. Es wurde nicht gern gesehen. Und dann frage ich mich, und daran ist es auseinandergegangen, hochschwanger,
Und dann gleiche Stadt mussten sich wie Fremde auf der Straße begegnen, weil der soziale Druck so hoch war. Aber ich finde, es ist so ein geflügeltes Wort, nicht gern gesehen, wenn wir über Unsichtbarkeit sprechen. Wie sichtbar war denn Migration für DDR-BürgerInnen? Wie wahrnehmbar war das denn? Wie hoch war denn der Identifikationswert? So, ja, das ist unsere bunte Gesellschaft. Also an bunte Gesellschaft kann ich mich nicht erinnern. Das muss man... Also die... In der DDR saß ein Großteil der Bevölkerung auf gepackten Koffern. Und zwar nicht erst in den späten 80er Jahren. Und ich glaube, das sind zusätzlich zu dem, was ich schon gesagt habe, mit der tatsächlichen Homogenität der Gesellschaft, dass es zusätzlich auch sozusagen in der sozialen Interaktion relativ schwer ist für die Ankommenden, wenn sozusagen ein Teil der Gesellschaft eigentlich schon gegangen ist. Also die Frage, was willst du hier, bekommt dann noch eine zusätzliche Dimension. Das ist das eine. Und das andere ist, dass klar war, wer in die DDR kommt, kommt nicht ohne sozusagen den ausdrücklichen Wunsch oder die Zustimmung des SED-Staates in die DDR. Niemand kommt einfach so. So, und das sind so, selbst in der für die Wahrnehmung unglaublich schlechte Voraussetzungen. Also um Normalität herzustellen. Wenn sozusagen die, die ins Land kommen, per se als Repräsentanten des SED-Staates angesehen werden, schlechter geht es eigentlich gar nicht. Das stimmt, denn es gibt ja auch... das ist keine Gruppe, aber so Individuen, die in die DDR kamen und sehr sichtbar waren tatsächlich, wie zum Beispiel Gojko Mitic, der Schauspieler, den alle geliebt haben und immer noch lieben. Okay, gut, dass es nicht ins Mikro gesagt hat. Die Robesons kamen in die DDR, haben lange in der DDR gelebt. Paul Robeson, der Musiker, der Eslander Robeson, seine Frau, Pan-Afrikanistin, Feministin, aus Harlem, New York kamen die. Sehr sichtbar in der DDR, beide, sehr sichtbar in auch der Sowjetunion. Und andere gab es natürlich auch noch. Aber die waren natürlich Aushängeschilder für die, für den Staat auf eine gewisse Weise. Ja, das ist aber das Problem, was ich eben habe versucht zu beschreiben zuvor. So ähnlich ist es auch mit den chilenischen Flüchtlingen, die in die DDR kamen, die, wo sich dann auch so bestimmte Sichtweisen so vermengten. Also dass sozusagen einerseits die Sympathien ganz unterschiedlich für diese Menschen oder auch die Solidarität, die ihrer Verfolgungsgeschichte entgegengebracht wurde, sich eben dann doch verband sozusagen mit einer Positionierung, die in der DDR selbst problematisch war. Und dann kam noch ein Punkt hinzu, dann waren die chilenischen Genossinnen und Genossen, wie sie gerne genannt wurden, waren unglaublich selbstbewusst. Das kann man in den Akten nachlesen, die sagen, Genossen, wir müssen mal über den Sozialismus mit euch reden. Wir hätten da noch ein paar Fragen und ein paar Vorstellungen. Und dann setzte sowas Merkwürdiges ein, dass sozusagen die Aversion, die es auch in der Bevölkerung in der DDR-Bevölkerung gegeben hat, die ist zum Beispiel in unhaltbaren Gerüchten über die Migranten zum Beispiel, dass die ihr Gehalt in Devisen bekommen würden und ähnliches. Also, dass sie eigentlich all das bekommen würden, was die DDR-Bürger nicht bekamen. Und das, was übrigens eine wunderbare Parallelität zu der Art und Weise, wie über Flüchtlinge aus Deutschland geredet wird in der Gegenwart, die sozusagen auch alles bekommen, was man selber nicht hat. Was für uns ja auch mal der Grund war zu sagen, es lohnt sich zu schauen, wie sozusagen früher über Migrantinnen geredet wurde, um zu verstehen, was wir heute sehen. Aber diese Mehrfachaufladung, das sind sozusagen so wenige Momente
wo nachweisbar ist, dass sich die SED-Führung auf das ein vorhandenes Ressentiment in der Bevölkerung berufen konnte. Es gibt auch noch andere Beispiele, bei den polnischen Arbeitsmigrantinnen an der Oder entlang, Pendlerinnen waren das vor allen Dingen, ist von den Sicherheitsbehörden Anfang, mehrere 10.000 waren es übrigens, von den Sicherheitsbehörden der DDR befürchtet worden, dass mit dem Aufstieg von Solidarność, dass es sozusagen sowas wie eine Ansteckungsgefahr gibt, sozusagen. Und es ist eine Propaganda gelaufen worden, oder nicht gelaufen worden, sondern angelegt worden, die sozusagen die Streikwelle in Polen als ein Zeichen von alten Eigenschaften, die man von Polen sowieso kennen würde. Also es gibt da so einen Fachbegriff, der heißt polnische Wirtschaft. Das ist schon aus der Zeit der Aufklärung, dass man sozusagen so ein chauvinistisches Bild über die Polen hat und deswegen müsste Polen geteilt werden, dürften die keinen Staat haben und alles sozusagen bis hin zu Sat.1-Talkshows, wo es sozusagen immer um gestohlene Autos geht. Und sowas Ähnliches hat es eben in der DDR auch gegeben, dass sozusagen so Muster bedient wurden von offizieller Seite und die ein Echo in der DDR-Bevölkerung gefunden haben. Und in der Situation, dann sozusagen stehst du so als junger Kerl und denkst irgendwie, spinnen die denn alle? Also mein größtes Bedürfnis war nicht so sehr, wie du das genannt hast, unsichtbar zu sein, sondern anerkannt zu werden. Also, dass die Genossen doch bitte glauben sollen, dass man zu mir Vertrauen haben könnte. Ich habe nie verstanden, warum man zu mir kein Vertrauen hatte. Es gab immer mal wieder so Situationen, wo mir das mitgeteilt wurde. Und ich habe auch, glaube ich, so ein paar richtig schwerwiegende Fehler aus diesem Bedürfnis herausgemacht. Zum Beispiel, ich bin deutscher Unteroffizier geworden. Deutscher ging es eigentlich gar nicht. Die Soldaten haben mich dafür gehasst und die Offiziere irgendwie auch. So Lebenszeit wegzuschenken, weil man sozusagen erreichen will, was nicht erreichbar war, nämlich dass immer, ja, du bist okay. Und ich habe ganz lange gebraucht, um sozusagen davon wegzukommen. Ich habe immer gedacht, ich bin's. Ich mache es falsch, ich habe keine Ahnung, irgendwie haben sie ja schon recht. Und was muss ich tun, um zu zeigen, dass ich doch okay bin? Ja. Ich würde gern, dass ich hänge an deinen Lippen. Oh, der Stuhl bricht. Ich würde noch gerne eine andere Geschichte mit reinbringen, nämlich von jemandem, der in die DDR kam zum Studieren. Und der kam nach Weimar und das ist eine Geschichte, die wir produziert haben mit Hannes Schwedert, dem Tontechniker, zusammen und Matthias Schniederetsch, dem Schauspieler. Und die würde ich gerne mal hören. Weimar im Juli 1989. Wir zogen in das Studentenwohnheim am Jakobsplan, das größte in Weimar, gebaut für die Unterbringung von 1.000 Studierenden. Aber jetzt waren natürlich Ferien und viele Studenten waren an ihren Heimatorten oder besuchten Freundinnen und Freunde in anderen Städten. Und diesen Sommer verbrachten wir in den Studentenclubs der Stadt. Abend für Abend zogen wir durch die Clubs, bis im Oktober das erste Studienjahr für uns begann. Als ausländischer Student musste man im ersten Jahr mit 3 deutschen Studenten auf einem Zimmer wohnen. Hintergrund war, die Sprache besser zu lernen. Mann, die Leute dachten, ich wäre Michael Jackson. Besonders die Mädels fanden das toll.
In der Disco habe ich viele kennengelernt. Es war toll in der Leipziger Straße. Da ging jeder hin, auch allein. Als Frau hatte ich nie Probleme reinzukommen. Ich habe viele Berliner beim Tanzen kennengelernt. Wir hatten eine Menge Spaß. Nach Hause habe ich aber nie jemanden mitgenommen, weil meine mosambikanischen Freundinnen da waren. Aber Freunde hatte ich schon. Die deutschen Studenten waren ziemlich ahnungslos, was die Welt außerhalb der DDR anbelangt. Manchmal habe ich sie einfach auf die Schippe genommen. In unserem Zimmer lebte ein junger Mann, der bereits an seinem Diplom schrieb. Er fragte mich eines Tages: Yasser, warum studierst du eigentlich Bauwesen? Wie kommst du darauf, Bauwesen zu studieren? Darauf antwortete ich ihm: Weißt du, das ist eine berechtigte Frage. Ich bin einmal mit einem Kamel durch die Wüste gezogen und dann saß ich da mit meinem Vater vor dem Zelt und ich sagte zu ihm: Vater, ich habe die Schnauze voll vom Kamelhüten. Ich will mal in die DDR und Bauwesen studieren. Und da sprach mein Vater: Geh studieren. Deshalb bin ich hier. Das hat er mir abgekauft. Er antwortete: Ja, das kann ich total verstehen, ihr lebt doch die ganze Zeit mit den Kamelen, bei euch gibt es ja auch keine Häuser, es gibt keine Straßen, es gibt gar nichts. Da hab ich gedacht, was denken die denn? So war das Bild von den anderen. Schubladendenken kennt jedes Land und jede Nation kommt in eine Schublade. Deshalb finde ich es immer wieder traurig, wenn sich die Leute nur in ihren Vorurteilen bestätigen, anstelle miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber zu DDR-Zeiten mochte das unbewusst so gewesen sein, denn die Menschen hatten tatsächlich nicht die Möglichkeit, viel von der Welt zu sehen. Während des Studiums hatte ich vor allem Kontakt zu den Studierenden. Von der Weimarer Gesellschaft kannte ich eigentlich niemanden. Mit den anderen trafen wir uns im Studentenclub und dort unterhielten wir uns und diskutierten miteinander. Wie, also der Sprecher oder gesagt der Geschichtenerzähler hatte so ein bisschen Einblicke gegeben, wie er quasi das erste Jahr war das, wie er in die DDR kam und von dieser Ahnungslosigkeit der Leute erzählt. Hast du das irgendwie wahrgenommen, wie der Umgang und auch wie das, also du hattest eben schon erzählt, dass man sehr viel Neid auf die Person projiziert hat, aber was war denn das tatsächliche Wissen und gab es denn überhaupt so Austauschmomente? Denn wenn ich mit Studierenden spreche, also die in der DDR studierend waren, erzählen die häufig, dass es gerade so am Campus eher so ein Safe Space irgendwie auch gab und da sehr viel Austausch gab. Hingegen Vertragsarbeitende in der DDR waren ja völlig isoliert. Also wie war denn das Bild und wie war der Austausch? Na, es gibt, das trifft auf Studierende genauso wie auf die Arbeitsmigrantinnen zu. Es gibt ein paternalistisches Bild, das in den SED-Medien gezeigt wird. Sozusagen die zu uns kommen und lernen, wie es gut sein könnte. Das lässt sich in der Fotografie auch, also in den Pressefotografien, das ist immer sozusagen ein weißer Deutscher, würde ich mal sagen, der eine Person of Color zeigt, wie es geht. Das sind sozusagen so die Standardfotos, die in der DDR-Presse veröffentlicht wurden. Es gibt wenig Ausnahmen. Es gibt manchmal so, dass in den Archiven kann man das finden, dass Fotografen dann immer so das Bild, das sie abliefern mussten, und dann haben sie andere Bilder noch gemacht. Die sind sehr interessant. Zum Beispiel gibt es von vietnamesischen Arbeitsmigrantinnen sehr traurige Fotos, wie sie an ihrem Arbeitsplatz sind. Also Bilder, die von Erschöpfung und auch von Einsamkeit zeigen. Das sind aber nicht die Bilder, die die Mehrheitsgesellschaft der DDR zu sehen bekam.
Und die sozusagen, das ist sozusagen das eine Problem. Und das andere Problem ist immer gewesen, dass gar nicht spezifisch auf die, für dieses Phänomen, sondern dass gesellschaftliche Konflikte in der DDR nicht kommuniziert werden konnten. Also man konnte auch nicht sagen, ich will, dass die verschwinden. Oder ich finde, das was Interessantes, das hat zum Beispiel, sind auch eine Reihe von Vertragsarbeitnehmerinnen sind Normbrecherinnen geworden, weil die gedacht haben, okay, wir haben sowieso nur eine kurze Zeit, um hier zu sein. Wir versuchen jetzt so viel wie möglich rauszuholen aus der Zeit und hatten plötzlich die ganze Belegschaft gegen sich, weil sie sozusagen das innergesellschaftliche Agreement verletzt haben, das es in der DDR gab. Wenn ihr so tut, als ob ihr für uns regiert, dann tun wir so, als ob wir für euch arbeiten. Und dann kommen sozusagen Arbeitsmigrantinnen und sagen, okay, wir haben jetzt 2, 3 oder 4 Jahre Zeit, wir holen hier alles raus, was wir kriegen können. Und das sind immer wieder die Punkte, die dann auch zum Beispiel zu Gewalt am Arbeitsplatz geführt werden. Aber solche Konflikte öffentlich verhandeln zu können, sagen zu können oder formulieren zu können, dass es auch Interessengegensätze auch in der Arbeitswelt gibt, das war so gut wie unmöglich. Und deswegen führt es dann auch zu dieser Überraschung, dass sozusagen als dann über alles geredet werden kann, die Dinge dann plötzlich so aufpoppen. Dass es plötzlich auch Montagsdemonstrationen gegeben hat, auf denen Ausländer ausgerufen wurde, insbesondere in den kleineren Orten, die häufig ganz viele Vertragsarbeitnehmerinnen hatten, weil die Ostdeutschen in diesen Betrieben im größten Teil nicht mehr arbeiten wollten, weil es schlechte Arbeitsbedingungen waren, weil es rollende Schicht war, weil es monotone Arbeit war. Und im Prinzip sich in der DDR bei den Vertragsarbeitnehmern sich auch so eine Art Effekt eingestellt hat, der eigentlich dem Kapitalismus zugeschrieben wurde, nämlich dass es soziale Unterschichtung gab, dass sozusagen die Arbeitsmigrantinnen die Jobs machen, die die Deutschen nicht wollen. Mhm. Und wenn die dann auch noch anfangen, Forderungen zu stellen, dann wurde es immer ganz schwierig. So, das ist eine. Und über die Gerüchte habe ich schon geredet, aber es konnte ja nicht mal darüber geredet werden, dass es 500.000 sowjetischer Staatsbürger in der DDR gab. Aber woher kommt denn dieses Geheimnis? Also ich kann mich total reinfühlen in das, was du sagst und bin total in meinem kindlichen Ich und denke so, ja, man durfte halt nicht sprechen über nichts im Endeffekt. Aber woher kam denn dieses Geheimnis Migration gegenüber? Ja, das ist, was ich meinte, dass es gar nicht spezifisch ist, sondern es hat was sozusagen mit Utopie und Wirklichkeit zu tun, mit diesem Verhältnis, das sozusagen nicht verhandelbar war. Wenn sozusagen die Wirklichkeit verhandelt wird, dann wirft das Fragen auf die Utopie oder auf die Utopiefähigkeit der DDR auf. Und deswegen hat es ja auch so Effekte dann im Herbst 89 gegeben, dass die Leute, jetzt rede ich mal, diese Haltung hatten, was ich total verstanden habe. Und ich muss jetzt mal sagen, und in 90% der Fälle hat er genau dieselben Sachen gesagt wie sein Vorredner, weil die sozusagen ja alle in derselben Situation waren, dass sie fanden, dass es jetzt mal raus muss, dass es mal ausgesprochen werden kann. Zugleich ist es aber auch ein Modus in der deutschen Gesellschaft, wie über Vergangenheit geredet wird. sich nochmal anzuschauen und da besteht durchaus ein Zusammenhang sozusagen auch zu der Frage, die Frage aufzuwerfen, was denn der Nationalsozialismus noch alles war, außer Verbrechen. Warum so viele mitgemacht haben, warum eigentlich das bis zum Ende funktioniert hat. Diese Diskussionen sind in der DDR nicht geführt worden und das sage ich jetzt nicht als ein Argument so nach dem Motto, hier müsst ihr nachholen, sondern das ein Problem für die Gegenwart erzeugt. Das ist so ein Modus, dass man eigentlich sehr gut über die Runden kommen kann, wenn man nicht über die Dinge redet, die geschehen sind. Dieser Stunde-Null-Mythos spielt ja da auch völlig mit rein. So, wir haben jetzt den Faschismus hinter uns gebracht, das waren die Nazis, wir sind die Deutschen. In der Sprache schlägt sich das ja bis heute nieder, als sei das so ein Ding von anderen Menschen gewesen, was da passiert ist und würde nicht völlig in unserer Gesellschaft drinstecken bis heute. Ja.
ich kann auch weiter reden. Ich Multitasking bin ein Kerl, das ist so ganz ja, und es gibt eine zweite Stunde Null, an die ich eben, von der ich sage, von der muss man sich verabschieden. Die Leute, die 1989 auf die Straße gegangen sind, sind 1990 nicht komplett neue Leute gewesen, weil sich das politische System geändert hat. Aber diese Illusion, dass man sozusagen über einen politischen Systemwechsel sozusagen auch alle sozialen und kulturellen Praktiken ablegen würde. Ich weiß nicht, woher die kommt. Aus der Wissenschaft kommt die nicht. Aber das ist unglaublich dominant. Es ist, und das ist für ganz viele sehr attraktiv, wenn sozusagen das, was man in der DDR gemacht hat, sozusagen dann an der Wahl ohne abgegeben werden konnte. Wenn dann auch diejenigen, die nach 1990 politische Verantwortung übernommen haben, und das waren eben nicht nur Westdeutsche, wenn die sagen konnten, ja, das liegt alles in der Vergangenheit und die Vergangenheit gehört jemand anders. Und das ist genau der Modus, in dem 1945 auch über den Nationalsozialismus geredet wurde. Und da sind so Fragen wie Rassismus, Antisemitismus, Kolonialismus spielen überhaupt keine Rolle. Und dabei geht es sozusagen gar nicht in erster Linie sozusagen nur um die Dimensionen von Verbrechen, sondern um die Frage, wie kommt es, dass es sozusagen unter aller Augen stattgefunden hat? Diese Diskussion, und die ist in der DDR Schriftstellerinnen überlassen worden, die zum Teil auch heftige Angriffe aushalten mussten, wenn sie es thematisiert haben. Also es ist sozusagen, es gibt eine Kultur, die sich meines Erachtens fortsetzt, sozusagen die Dinge, die stattgefunden haben, nicht zu besprechen. Nicht in den Familien, nicht vor Ort und auch nicht auf sozusagen größeren gesellschaftlichen Ebenen, sondern dafür immer so Batterien von Pappkameraden aufzufahren. Und einer der Pappkameraden, das wollte ich nur sagen, einer der Pappkameraden ist übrigens der Wessi. Darüber sprechen wir gleich. Wir sprechen auch gleich über die Wiedervereinigung. Ich würde gerne die Geschichte zu Ende hören, denn da geht es auch weiter mit der Wiedervereinigung und dann setzen wir da an. Weimar im Herbst 1989. Wir begannen unser Studium und wir sahen Leute, die auf der Hauptstraße mit einer Kerze in der Hand liefen. Und natürlich fragten wir, was das zu bedeuten hat und hörten: Sie demonstrieren. Das soll eine Demonstration sein? Dachten wir. Bei uns, zu Hause, im besetzten Gebiet, demonstriert man mit Krawall und Steinwürfen. Was will man schon mit einer solchen stillen Demonstration erreichen? Aber die Geschichte hat uns gelehrt und bewiesen, dass friedliche Märsche nicht nur friedlich bleiben, sondern auch ein Regime zu Fall bringen können. Es beeindruckt mich bis heute, dass Deutsche, die zwei Weltkriege angezettelt haben, eine Gesellschaft friedlich verändern konnten. Für uns ausländische Studierende war die Wendezeit eine unsichere, weil wir nicht wussten, wie es mit uns weitergehen sollte. Unsere einzige Sorge jener Zeit war: Geht unser Studium weiter? Schicken Sie uns nach Hause? Nehmen Sie wirklich die Verpflichtungen der DDR wahr und sagen, okay, die übernehmen wir? Das taten sie. Die Stipendien wurden von der Bundesrepublik weiterhin gezahlt. Durch die Wende kam die große Freiheit, mit der wir auch so unsere Probleme und Schwierigkeiten hatten und die gefährlich für uns war. In der DDR war alles gut organisiert. Jetzt war man sich selbst überlassen und es schien egal zu sein, ob man sich die Nacht um die Ohren schlägt oder weiter sein Ziel verfolgt, das Studium zu schaffen. Viele konnten mit der neuen Freiheit wenig anfangen. Das war so, als käme man aus dem Gefängnis und landet gleich im Paradies. In der DDR herrschte eine große Sicherheit. Mit der großen Freiheit kamen die Neonazis, die ihre Freiheit bereits für sich gefunden zu haben schienen. Plötzlich wollten sie unseren Studentenclub im Wohnheim für sich entdecken. Sie wollten unsere Disco, unseren Bierabend, unser Zuhause, unser Revier. Es kam immer wieder zu Schlägereien und einmal, es war gerade Zwiebelmarkt, Thüringens größtes und ältestes Volksfest, wollten die Neonazis in großer Zahl den Jakob,
also unser Wohnheim als Ganzes, überfallen. Der Angriff wurde von der Polizei abgewehrt, der es gelang, die Haupteingänge zu schützen. Die Neonazis sagten, du bist anders, du gehörst hier nicht her. Kein Mensch auf dieser Welt hat das Recht, über Leben und Tod eines anderen Menschen zu entscheiden. Das allein bestimmt Gott. Und damals beschlossen wir, wir müssen uns gegen die Neonazis behaupten. Wir gingen zu einer Kneipe, die deren Treffpunkt war. Sie waren schockiert, als wir eintraten. Und der Wirt fragte uns mit geweiteten Augen, was sucht ihr hier? Unsere Antwort, Billard spielen. Er sagte, okay. Und die Neonazis verließen die Kneipe. Als wir nach dem Spiel gingen, standen sie vor der Tür. Wir standen uns gegenüber. Es passierte nichts. Vielleicht hatten sie verstanden. Wir machen Stunk bei denen und die kommen her und wollen einfach nur spielen. Ab dem Zeitpunkt verhielten sie sich normal, wenn sie in den Studentenclub wollten. Sie tranken ihr Bier und gingen wieder. Ich bin der Meinung, wir alle sind auf Kommunikation angewiesen, aber mit Neonazis reden? Im Studentenclub habe ich persönlich einmal mit einem gesprochen. Der saß da, ich bin hingegangen und wir haben uns unterhalten. Und dann sagte der zu mir, gegen dich habe ich nichts. Ich dann, hör zu, gegen mich hast du nichts, hier. Aber was passiert, wenn wir uns auf der Straße treffen? Er dann, es kann sein, dass ich dich zusammenschlage. Ich wieder, warum? Er, ja, weil du Ausländer bist. Das ist der zweite Teil dieser Geschichte und ich fand die ganz schön und habe die deswegen vertonen auch wollen, weil so verschiedene Dimensionen da drin sind. Also angefangen allein mit diesem Studentenclub, der irgendwie so ein Raum ist, so ein Safe Space und Zufluchtsraum ist, worüber wir gleich noch sprechen werden, aber wo es so, es ist so bezeichnend, dass also dieser Ort, dieses heimische, dieser gute Ort irgendwie dann mit den 90ern auch einfach eingenommen wird oder versucht wird einzunehmen von Neonazis. Und was ich aber auch sehr mochte an dieser Geschichte ist die Form des Widerstands. Also, dass eben Opfer von Rassismus nicht einfach nur passiv da sind, sondern auch widerständig, und auch einfach Subjekte. Und diese Subjektivität in der Geschichte mag ich sehr gern. Aber auch diese Unterscheidung zwischen einerseits hat man seinen Raum und dann wird er mit den 90ern, geht das Gefühl völlig verloren. Und das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Ich hätte ja gesagt, ich war Kind in der DDR, habe meine Kinder Gedanken zur DDR gehabt. Und ich weiß aber, dass mit der Wiedervereinigung ist erstmal, oder eher gesagt, mit dem Mauerfall war alles erstmal ganz aufregend und Euphorie und Wahnsinn. Und bin aber sehr schnell erwachsen geworden in der Zeit. Und das bedeutet, ich war 6 Jahre alt und habe das Gefühl gehabt, so jetzt weht ein ganz anderer Wind. Und für mich hat es sich so angefühlt, wie auf einmal explosionsartig bricht diese Gewalt aus. Ich war in Wernigerode zu der Zeit. Wernigerode ist eine Stadt, die an der damals Grenze zu Niedersachsen, also Grenze zum Westen, liegt. Diese Stadt ist eine historisch wichtige, schön anzusehende Stadt, wie auch immer, die sofort Schauplatz wurde von Nazi-Aufmärschen. So der mittelalterliche Kern war sofort Schauplatz, so die deutsche Stadt von Nazi-Aufmärschen, wo die Wiedervereinigung extrem gut funktioniert hat, also wo Ost-Nazis und West-Nazis total gut zusammengefunden haben und, glaube ich, immer noch total cool sind. Und auf einmal hörte die Kindheit da für mich auf, denn auf einmal, wie ich auch am Anfang erzählt habe, gab es ganz existenzielle Sorgen. Einerseits die existenziellen Sorgen meiner Eltern, Arbeitslosigkeit, Statusverlust, was ich extrem gemerkt habe als Kind, aber auch wirklich existenzielle Sorgen im Sinne von, ich gehe nach draußen und der Ort, also draußen wird auf einmal zur Gefahr und ich muss für mein Leben sorgen, dass das weiter existiert. Aber ich weiß mittlerweile, dass dieser Bruch, so wie ich ihn wahrgenommen habe,
dass der gar nicht so real war. Also dass es eine Kontinuität natürlich auch gibt von Rechtsextremismus, von rechter Gewalt, von rassistischer Gewalt aus der DDR bis heute. Zum Beispiel, wenn man sich die Nazis anguckt, die die Zionskirche überfallen haben damals, sind das sehr ähnliche oder zum Teil die gleichen Personen, die dann den Punk Silvio Meyer ermordet haben. Oder ein Freund von mir, der auch, oder der Paulino Miguel, der bekannt geworden ist durch den Begriff die doppelte Mauer, Vertragsarbeiter in der DDR, sehr ausgesprochen, heute auch zu den Themen und eine große Inspiration, lebte auch in Wernigerode und erzählte mir, dass in der DDR, Ende der DDR, immer so eine kleine Personengruppe vor seinem Wohnheim standen, Plattenbaugebiet, und so Steine gegen das Wohnheim geworfen haben, weil sie wussten, da leben die Ausländer. So. Und das war eine kleine Gruppe, die kam jeden Abend, dann kam die Polizei, dann sind die abgehauen und am nächsten Abend waren die wieder da und haben Steine geschmissen. So, und mit dem Mauerfall waren es aber nicht so 20 Leute, sondern sehr, sehr, sehr viel mehr Leute auf einmal und haben Steine geschmissen gegen das Wohnheim und standen Bürger drumherum, die geklatscht haben und die Polizei kam nicht mehr. Und das fand ich sehr bezeichnend für diesen Übergang, denn es waren natürlich auch Kontinuitäten, die da passiert sind und nicht einfach so zack, jetzt sind sie da. Aber es hat sich trotzdem was verändert. Ja, auf jeden Fall. Das ist aber eigentlich unser Argument gewesen. Kannst du dich erinnern, als ich vorhin über dieses Thesenpapier gesprochen habe, dass wir gesagt haben, wir müssen in die DDR schauen, um zu verstehen, was hier stattfindet. Für mich persönlich war die 1989 eine einzige persönliche Niederlage. All die Anstrengungen, die ich unternommen habe, um den Genossen zu beweisen, ich war SED-Mitglied, ich war FDJ-Funktionär, ich war ja auch mal, wie gesagt, Unteroffizier. Die waren alle umsonst. Das war, ja, man kann sagen, ich bin in eine Lebenskrise gekommen und ich hatte Angst um mein Leben. Ich habe in Ost-Berlin ja damals, ich war schon Vater von zwei Kindern und so, in der DDR ging das ja alles früher los. Ich bin jetzt mit 21 das erste Mal Vater geworden. Meine Söhne sind jetzt alle drei, sind jetzt sehr viel älter, als ich damals war. Und ich hatte das Gefühl, dass sozusagen nicht nur sozusagen alles in Frage gestellt war oder zerfiel, auf das ich eine sehr persönliche Hoffnung auch setzte, mal jenseits sozusagen vom intellektuellen Überbau, sondern dass ich persönlich bedroht werde. Und da kommt noch ein Aspekt hinzu mit dieser Ausdehnung, weil man das übrigens damals jeden Abend im Fernsehen sehen konnte. Das war sozusagen die Medialität dieser Entwicklung, die darf nicht außer Acht gelassen werden. Total, so ging es mir auch. Diese Potenzialität der Gewalt. Ja, sozusagen, ich habe Abendschau geguckt, das war das Regionalfernsehen in Berlin. Und ich habe Angstzustände bekommen. Hoyerswerda im Fernsehen war mein Horrorfilm. Ja, weil es war so real und ja. Du wusstest genau, es kann genauso, wie es dort passiert, kann es jederzeit dich treffen. Du gehst auf die Straße, es kann jederzeit genauso werden. Und ich hatte auch das Gefühl, ich kenne die Leute. Die sehen so aus wie die Leute, die durch meine Straße laufen. Also das hat sich irgendwie überhaupt nicht... Man hat ja auch Geschichten gehört von anderen. Dann ist dem das passiert. Dann wurde der angezündet als Kind. Dann haben die den halb umgebracht. So, also das ist ja auch vor der eigenen Nase passiert von anderen Leuten. Ja. Eine enorme, brachiale Gewalt, die man sich heute, glaube ich, nicht mehr so vorstellen kann. Ja, und weil wir über Zufluchtsorte gesprochen haben... Da sind wir noch nicht. Aber mach ruhig. Okay. Mach ruhig. Okay, ja... Also sozusagen die, ich dachte... Mach. Für mich kam vor 89 das nicht in Frage, die DDR zu verlassen. Das war für mich irgendwie... in der DDR wurde es überall diskutiert. Es gab sozusagen spätestens seit dem Überfall auf die Zionskirche
hatte das auch in der Jugendkultur so eine Dimension, die er ihnen gesagt, wo dann auch Leute mal sozusagen ganz klar gesagt haben, was ist noch der Unterschied? Das fand ich eine viel schwerwiegendere Frage als alles andere. Ob ich nun drüben eins auf die Fresse kriege oder hier, was ist der Unterschied? Und das sind Fragen, auf die hatte ich überhaupt keine Antwort. Du meinst auch mit, was ist der Unterschied, weil ja vorher immer Rechtsextremismus auf die BRD geschoben wurde und gesagt wurde, in der DDR gibt es das nicht, das gibt es alles nur in der BRD, da gibt es die Nazis, die wurden nicht entnazifiziert, die gibt es auch in der BRD, aber die gibt es auch in der DDR. Ja, und ich war ja damals in der FDJ-Bezirksleitung in der Kulturabteilung und wir wurden danach, nach diesem Überfall in die Jugendclubs, in die FDJ-Jugendclubs in Ostberlin geschickt. Und die Jugendclubleiter haben uns alle erzählt, wo die Nazis sind. Die wussten es. Die haben gesagt, da und da treffen die sich. Ich wurde per Zufall in meinen alten Kiez wieder zurückgeschickt nach Köpenick, nach Treptow und Köpenick, wo ich aufgewachsen bin, wo ich sozusagen irgendwie Mitte der 80er Jahre geschworen habe, da gehst du nie wieder hin. Und dann haben wir mit denen geredet und anschließend wurden wir... Das ist so ein typischer Modus übrigens in der DDR gewesen, dass man dann so Sonderkommissionen bildet und die rennen dann los und sammeln Informationen. Und dann ist die Frage, was machen die, wie wird mit den Informationen umgegangen? Und dann sind wir zum Chef der SED in Köpenick eingeladen worden, haben ihm das alles erzählt und er hat rundheraus zu uns gesagt, nicht bei mir. Gibt's nicht. Nicht Köpenick. Gibt's nicht. Und das ist in gewisser Weise auch eine Antwort auf deine Frage. Wieso sozusagen nicht sozusagen, dass es kein Wissen gibt. Ja. Weil über solche Dinge sozusagen nicht nur subkutan, sondern eben auch offiziell nicht gesprochen wurde. Und all die Sachen sind mir dann 89, 90 wieder eingefallen, als ich diese Bilder gesehen habe. Ich hätte sozusagen, das waren für mich keine Leute, die mir fremd waren. Und es gab auch so, ich will sozusagen jetzt nicht über die Vorfälle selber reden, aber ich hatte auch den Eindruck, dass sozusagen dann auch so Jungs durch die Straßen liefen und lass uns mal gucken, was passiert, wenn wir uns den jetzt vornehmen. Und nichts ist passiert, das ist das Problem. Ja. Sozusagen die so im späten Teenageralter waren und dann gesagt, mal ausprobieren, wo das hinführt. Ja, völlig. Ich werde auch manchmal gefragt, so warum, wie konnte es dazu kommen? Dazu habe ich natürlich keine Antwort, weil es viel komplexer ist, als dass ich jetzt hier so ein Omen sage. Aber eine ganz basale Antwort ist, weil es auch einfach passieren konnte. Also es hat niemand eingegriffen. Es war also für mich immer noch heute ein unvorstellbares Ausmaß an alltäglicher Gewalt, wie zum Beispiel, dass jemand aus meiner Grundschule, nicht aus meiner Grundschulklasse, der wurde auch angezündet, aber jemand anderes wurde mit Benzin übergossen und angezündet, unter Kindern, unter Jugendlichen. Das ist, und niemand, die Polizei hat nicht eingeschritten, nichts gab es da. Unser Jugendclub wurde überfallen, wir können jetzt über Zufluchtsorte sprechen, ich war Punk, unser Jugendclub wurde überfallen. Da waren nur ein paar Leute drin, ich unter anderem nicht, meine Schwester aber. Und da kamen 50 Nazis, es war nur so eine Baracke, haben die mit Äxten eingeschlagen. Und die Leute in dem Club, 14-Jährige, dachten, haben sich von ihrem Leben verabschiedet, weil sie wussten, also weil sie dachten, so jetzt aus. Es war einfach alles möglich. Die Nazis hätten auch einfach die töten können. Es war alles möglich zu der Zeit. Und nichts, es hatte keine Konsequenzen. Eigentlich ging es sogar noch weiter, dass wenn du dann gesagt hast, hey, was ist eigentlich hier los, ist dir wieder erzählt worden, dass es eigentlich nicht das Entscheidende ist, sondern jetzt müsste man sich um Arbeitsplätze kümmern und die Angleichung der Renten und wir sollten uns doch bitte nicht so haben und also das war so mein Fußballverein sozusagen, da am Eingang von der alten Försterei haben dann so Leute zu mir gesagt, du hast zwar die richtigen Farben an, aber wenn wir dich nochmal treffen, dann hast du nichts zu bestellen hier. Mhm. Also es ist sozusagen, jenseits von diesem schockierenden Überfall, von dem du berichtet hast, es hat sich sozusagen die, und ich glaube auch gar nicht, dass es alle waren, das ist gar nicht nötig, weil es immer dieses Mehrheitsargument gibt. Sozusagen immer diese, das braucht dir einmal zu passieren und das verändert dein Leben. Ja.
sozusagen, da ist nichts mehr so wie vorher. Und dann ist sozusagen West-Berlin für mich ein Zufluchtsort geworden. Ja, darüber wollten wir sprechen. Genau, wo geht's hin, wenn man... Ich habe mich im Punkrock geflüchtet. Ich bin nicht rausgekommen aus dem Osten und wollte auch im Osten bleiben, aber ich habe mich im Punkrock geflüchtet. Was war, inwiefern war West-Berlin Zufluchtsort? Ja, es war nicht Wilmersdorf oder Zehlendorf oder Dahlem. Ja, oder Dahlem. Obwohl, das mit der FU, das fand ich schon interessant, wie das da hinten aussieht. Das war wirklich weit weg. Also da dachte ich wirklich, später ist ja dann erst das Wort der Parallelgesellschaften erfunden worden, aber das hätte man darauf auch anwenden können. Also das ist so eine Episode, die ist deutlich, ich habe damals in der Warschauer Straße mit meiner Familie gewohnt. Und das ist die Region, die für die Stadtentwicklung unglaublich wichtig war, weil eine Parallelstraße der Warschauer Straße war die Mainzer Straße, wo 7 Häuser besetzt waren. Es gab eigentlich keinen Block damals in dem Teil von Friedrichshain, wo es nicht irgendwie ein besetztes Haus gab. Zugleich war das eine unglaublich spannungsgeladene Atmosphäre. Also es war nicht so, dass man irgendwie gesagt hat, das ist irgendwie eine freie Republik sowieso, sondern es gab ständig Polizeikontrollen. Silvio Mayer hat es ja unter anderem da erwischt, weil sozusagen aus Lichtenberg ständig Nazis mit der U-Bahn rangefahren gekommen sind und mal gesehen haben, was los ist. Es war unglaublich. Ich errege mich innerlich, wenn ich sozusagen nur an die Zeit denke. Und dann bin ich des Öfteren einfach über die Oberbaumbrücke ans Schlesische Tor gegangen. Und das war damals sehr anders, als es heute ist. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es da war. Ich glaube, es war dann am Cottbuser Tor in so einem libanesischen Imbiss rein. Und der Typ spricht mich zuerst auf Französisch, dann auf Englisch, dann auf Türkisch, dann auf Arabisch. Ich gucke nur, was findet hier statt? Und dann, ach, du bist Ossi. Okay, beruhig dich, hier passiert ja nichts. Das ist sozusagen die Geschichte von Zufluchtsorten. Ich bin dann in der Zeit auch zur ISD gekommen und dass ich sozusagen... In der Zeit hat sich innerlich bei mir eine Spannung aufgebaut, die verliere ich eigentlich ganz selten in Deutschland. Immer so ein Teil der Energie, immer aufbringend zu schauen, wo bist du, wer ist noch hier, wo kannst du dich hinwenden. Aber da ist das passiert. Da konnte ich, zum Beispiel, was es nicht ging, ich hätte zum Beispiel als junger Kerl gerne Bomberjacken getragen. Ich fand die scharf. So Bomberjacken und Jeans und so habe ich auch nicht gemacht, weil ich dieses Missverständnis nicht erzeugen wollte. Und zwar dieses Doppelte. Ich sage das deswegen, weil ich war ein großer Ska-Fan. Eigentlich bin ich es immer noch. Und die Konzerte waren fürchterlich. Auf den Bühnen spielten britische Bands mit überwiegend schwarzen Musikern und unten tanzten die Nazis Pogo. Das war lebensweltlich kaum zu ertragen. Und es ging mir im SO 36 anders. Das ist so krass. Also ich finde das total spannend, denn ich war, in der Zeit habe ich auch mehr gelebt, da kann ich auch mehr mitreden. Aber halt in Wernigerode, und für mich war Punk ein totaler Zufluchtsort, auch im Osten. So, also ich hätte jetzt auch nicht weggekonnt, aber ich bin ja auch später geblieben. Also ich bin auch einfach im Osten auch gern irgendwie trotzdem geblieben. Auch wenn das jetzt in keinster Weise durch meine Geschichten so rüberkommt. Aber Punkrock war meine erste große Liebe und Punkrock war der Ort, wo ich mich sicher gefühlt habe, aus ganz verschiedenen Gründen. Nicht, weil es irgendwie aufgeklärt und divers und alle waren total fit, was so politische Diskurse angeht, überhaupt nicht. Aber es war eine Welt,
wo man sich freiwillig zum Außenseiter machen konnte und eine Gruppe gefunden hat an Menschen, die sich freiwillig diesen Rucksack aufsetzen, aus welchem Grund auch immer. Und in dieser Zone waren wir so ein eingeschworenes Team. Und ich war in der Pubertät und war überhaupt nicht in der Situation, irgendwie jetzt so in so eine coole Clique mich beweisen zu müssen, um da reinzukommen, weil wir waren überhaupt nicht cool, wir waren keine Clique. Ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen und er meinte auch, es war ja auch total dumm, ein Punk zu werden in dieser wahnsinnigen Zeit. Es war wie sich eine Zielscheibe auf den Rücken zu malen. Und wenn du das schon machst und dich auch noch so zum Außenseiter machst, dann musst du dich auch nicht mehr beweisen, weil du hast schon bewiesen, dass da irgendwie du zu dieser Gruppe gehörst. Und dann auch so mich in den Punkrock-Texten mit der Aggressivität und laut zu sein und nach außen zu kommen und auch einfach Raum für Emotionen zu finden, die ich irgendwie hatte, aber wofür es gar kein Ventil gab. Aber eben rauszukommen für mich aus so einer Unsichtbarkeit und aus einer selbstgewählten Sache, zu sagen so, hier bin ich und das ist selbstgewählt und gibt mir aber auch ganz viel Empowerment und ganz viel Subjektivität. So. Zum Beispiel hatte ich auch als Betroffene von Klassismus einfach sehr viel, mich sehr abgearbeitet an diesem Wort, was in den Talkshows dann so populär war, asozial, die Asozialen. Bis ich dann gemerkt habe, so Moment mal, das sind ja meine Eltern quasi, über die da gesprochen wird. Das bin ja ich. Ich bin ja quasi asozial. Und das ist eine enorme Gewalt, die einen das antut. Und dann in Punkrock zu gehen und dann Texte zu haben, wo Leute sagen, ich bin asozial, aber eigentlich ist die Gesellschaft scheiße und nicht ich. Und eine Gesellschaft ist problematisch, der dieses Wort, dieses ultrafaschistoide Wort so leicht von der Zunge geht. Diese Wendung zu haben, so nicht ich bin das Problem, denn das dachte ich auch bis dahin. Und das Gefühl muss ich mir bis heute immer noch hart aberkämpfen, wenn das manchmal hochkommt. So nein, nicht ich bin das Problem, sondern die Gesellschaft tatsächlich in ganz vielen Situationen. Das war befreiend. Punkrock war unfassbar befreiend. Und dann Zufluchtsort und dann auf der anderen Seite Gefahrenorte, nämlich durch diese scheiß Innenstadt zu gehen, wo einfach ein alles passieren kann. Sobald ich die Tür öffne und auch vor die Tür gehe, kann mir alles passieren. Und also alles, was Gewalt angeht. Und dann einfach Kopfhörer von diesem kleinen, völlig übersteuerten Walkman aufzusetzen, Punkrock so laut wie möglich, um mich rauszubeamen in die Welt vom letzten Konzert und von Pogo und irgendwie Bier trinken und alles gut. Und einfach diese Blicke nicht spüren, denn das ist Kleinstadt. Diese furchtbaren Blicke, die dich so kaputt machen und die Anfeindungen nicht zu hören, die Beleidigungen auf der Straße nicht zu hören. Denn ja, es waren nicht alle Nazis, aber auch schon der normale Bürger hat ein unfassbares Maß an verbalen Gewalt im Alltag an den Tag gelegt. Wie oft ich mir so Vergasungsfantasien anhören musste und was Hitler mit mir gemacht hätte, das waren so normale Sprüche damals. Und Punkrock war irgendwie anders, als du es erlebt hast. Also Ska, Punk, das war bei uns alles eh sowieso das Gleiche. Also nicht das Gleiche, aber wir sind dann Dorfpunks. Da kamen alle zusammen so. Alle, die irgendwie Subkultur waren, waren in einer Clique. Ich war aber Punk. Das ist wichtig. Und das war aber ein Raum, den wir uns freigehalten haben von Nazis. Und das war irgendwie so befreiend. Und wir hatten da auch, das hatte ich dir erzählt, aber jetzt erzähle ich es nochmal. Und dieser Raum wurde auch verteidigt gegen Nazis. Also wir waren zum Beispiel immer in einem Club in Wegeleben, Stadt nebenan. Da kam ganz Sachsen-Anhalt zusammen, was so Punk-Szene angeht, weil die immer irgendwie Punk-Bands rangekarrt haben und Oi-Bands und Hardcore-Bands. Und dann hat eine Hardcore-Band gespielt aus Discipline aus Holland, die Nazis, die bei uns sehr stark organisiert und unfassbar gut strukturiert waren, so Plattenahner, Vorsitzende Sachsen-Anhalt waren Wernigerode und so. Die Nazis fanden die aber auch gut, weil es ja irgendwie so eine komische Vermischung dann doch gibt mit der Musik. Und dann hatten die einen Aufmarsch organisiert von verschiedenen Nazi-Institutionen an dem Tag, an dem diese Band gespielt hat und sind danach alle in den Club gekommen. Und das war so ein Novum, weil bis dahin war dieser Club einfach super safe und auf einmal waren die da. Und es gab aber so eine Verschworenheit innerhalb dieses Clubes und man hat auch gemerkt, so eine Aufgeladenheit. Und es wurde nicht Punkrock gespielt an dem Tag, so vor der Band, sondern nur so Tonsteine Scherben, um so alle irgendwie, also irgendwie so ans Bein zu pissen.
Und es hat sich so eine krasse Aggressivität schon so hochgekocht, bis es dann komplett eskaliert ist in der krassesten Schlägerei, die ich je erlebt habe, so zwischen Hunderten von Leuten. Und die Band wusste überhaupt nicht, was los ist und stand dann irgendwann auf und meinte so, was passiert hier, was passiert hier? Und dann wurde denen das erklärt und dann gab es so einen Moment, wo, also die Band ist dann runter und hat sich in die Schlägerei mit eingemischt und hat die Nazis geschlagen. Und dann steht dieser dicke, große Drummer auf und schnappt sich so eine Trommel und schmeißt die so einen Nazi auf den Kopf. Und das war also yes. Das war schön. Und deswegen waren das Schutzräume. Zu erleben, jetzt zu hören, in Berlin, Ost-Berlin, war das nicht der Fall, bricht mir das Herz. Nein, ich glaube nicht, dass es nicht der Fall war. Es war aber für mich nicht der Fall. Ja. Das will ich fairerweise sagen. Zum Beispiel die Mainzer Straße war der Versuch, sowas herzustellen, und der ist gezielt beseitigt worden. Es war also nur das, was ich damit erlebt habe, und es war immer möglich, sozusagen auf Teile der dort ansässigen Ostberliner Bevölkerung sich zu berufen, um dann sozusagen da so einen Kehr auszumachen. Und dann wurde öffentlich unglaublich viel gelogen. Bei der Räumung wurde ein Weinballon gefunden und nächsten Tag stand in der BZ der Super Molly aus der Mainzer Straße. Das war sozusagen die Dynamiken und was ich zum Beispiel bemerkenswert fand, dass die Hausbesetzer dann immer den Humor hatten, dann ihre nächste illegale Kneipe dann den Super Molly zu nennen. Aber das war, nee, bei mir sozusagen, das Schwierige für mich war, ich hatte ja Kinder und sozusagen und für mich war das schwierig, dass sozusagen wie gehe ich damit um, dass sozusagen meine Ängste sich nicht auf die Jungs übertragen. Ich glaube nicht, dass mir das gelungen ist. Es ist mir nicht gelungen. Ich wurde selber aggressiv, überempfindlich. Das ist eine schwierige Geschichte. Ich glaube, dass die ziemlich gelitten haben da auch. Und am Ende stand ich mit den beiden Jungs dann auch alleine da. Was irgendwie ich will keine Opfergeschichte erzählen, ich wollte das ja. Ich wollte sozusagen sagen, ich bin nicht der Vater, der verschwindet. Das war sozusagen so ein Programmpunkt von mir. Und dann stand ich in dieser Zeit plötzlich mit zwei blond gelockten Jungs auf der Karl-Marx-Allee und ich konnte die Blicke nicht ertragen von den Leuten, die mich sozusagen immer gefragt haben, was machst du mit den zwei hübschen Jungs? Das war die Zeit. Und ich bin mit denen viel nach West-Berlin gefahren. Und für mich persönlich war unter anderem die Begegnung mit der ISD, also mit der Initiative Schwarze Deutsche und eben noch mit Maya, das war... Ich muss jetzt vorsichtig sein, dass es nicht religiös klingt, aber das war eine Offenbarung für mich. Der Unterschied war, dass sozusagen ich hatte jede Menge Gefühle übrig. Mai hatte Worte für diese Gefühle. Die konnte Dinge ausdrücken, von denen ich wusste, dass es sie gibt. Ja. Und das fand ich eine unglaubliche Leistung. Also das hat mich auf eine Art und Weise berührt, sozusagen, ich kann es gar nicht anders sagen, ich glaube, dass mich das gerettet hat, weil in dieser Zeit habe ich sozusagen wirklich den Boden unter den Füßen verloren und ich wollte Geschichte studieren, ich wollte sozusagen wissen, warum der Kommunismus untergegangen ist, ob man das vielleicht besser erklären könnte, ob die Westprofessoren sowieso keine Ahnung haben und dann dieser Scheiß noch dazu. Es gab immer so Episoden, ich bin öfter zu spät zum ersten Seminar gekommen, weil die so früh anfingen in der Humboldt, ich musste aber noch Kinder wegbringen. Und die Professoren waren inzwischen alle aus dem Westen und er hat mich dann erkannt, hier in meinem Hauptseminar kommt man nicht zu spät oder haben Sie was Besseres zu tun? Da hat gesagt, tut mir leid, ich muss die Kinder wegbringen. Ja, so eine Geschichten fällt Ihnen nichts Besseres ein. So, unter den Bedingungen habe ich dann das Studium abgeschlossen
Und als ich dann fertig war, habe ich 4 Wochen mit Angina im Bett gelegen. Denn das ist so die Frage, die ich mir auch stelle, wegen eine Legacy bilden, Kontinuitäten aufzeigen. Was sind die Strategien raus, ne? Also ich habe eigentlich keine Strategien. Also die, es gibt Leute, die an dem Punkt weitergemacht haben, und das finde ich schwer beeindruckend. Aber ich habe eigentlich ständig rumgerudert, und ich wollte am Anfang in meiner Arbeit mit all dem nichts zu tun haben. Das hatte ich ja schon gesagt, und das habe ich sozusagen auch so lange versucht. Aber es gab einen Punkt, wo ich einfach das Gefühl hatte, wenn du es nicht sagst, sagt es niemand anders. Also musst du es anfangen aufzuschreiben, was du darüber denkst. Und wir waren sehr vorsichtig. Wir haben versucht, das Wort Rassismus zu vermeiden, so andere Begriffe, Xenophobie. Ja. Feindlichkeit. Weil wir über Strategien redeten, sozusagen. Nicht sozusagen gleich den Vorschlaghammer auf den Tisch legen. Gut, das sind ja eher Strategien, um die anderen zu schützen vor dem bösen R-Wort. Ja, natürlich. und es hat eine Weile gebraucht, dass ich gesagt habe, es hat keinen Zweck. Und da gab es auch einen Ost-West-Gegensatz übrigens in der ISD, der hatte genau damit zu tun. Die ISD ist in den 80er Jahren gegründet worden, und die hatten diese Debatten alle schon hinter sich. Die haben gesagt, kein N-Wort, immer das R-Wort. Und so. Und wir so. So, und das war dann aber gleich auch so merkwürdig überlagert, so nach dem Motto, wir haben uns hier, wir sozusagen dann als Ossi-Afros haben dann gesagt, ja, wir haben uns schon immer sagen lassen müssen, was das Richtige ist, und jetzt fangt ihr hier auch noch an. Und es hat sofort geknallt, und es ging hin und her, und dann lösten sich aber so eine Sachen auf, dass zum Beispiel eine Freundin von mir gesagt hat, wie Patrice, du warst in der SED, ist ja interessant, ich bin aus der DDR ausgereist. Und ich dann so, wow. so dass sozusagen so auch auf einer Erfahrungsebene bei mir die Sachen sich irgendwie so eingepegelt haben, aber das ist irgendwie ganz dünnes Eis, auf dem man da unterwegs ist. Also als ich dein Einstiegsstatement gelesen hatte ich es ja schon vorher, ist mir das alles nochmal aufgefallen. Und ich habe keine Strategie, ich habe das Gefühl, dass ich ein paar Leute getroffen habe, die mir geholfen haben. Und dass es sonst so ist, dass ich eigentlich ständig am Limit arbeite. Und dass so bestimmte Schwenks, als ich das von Hanau gehört habe, da sind die ganzen 90er Jahre bei mir wieder hochgekommen. Ja. Das ist so, also deswegen kann ich nicht von Strategien reden. Ich krieg sie auch nicht raus, die 90er. Ja, und mit dieser wunderbar positiven. Ich habe in meiner Stimme angefangen, ich habe meins gelesen. Wir haben auch deine Geschichte zu Mayim, die Freundschaft, vertont. Und damit würde ich gern schließen. Und dann können wir noch 2, 3 maximal Fragen beantworten. Ich habe Mai in einer Zeit kennengelernt, die ich in der Rückschau als die schwerste und prägendste Krise meines Lebens ansehe. Die frühen 1990er Jahre waren für mich eine Zeit schwerer Enttäuschungen, großer Ängste und schwerwiegender Verluste. Als Sohn einer Ostberliner Buchhändlerin und eines afrikanischen Vaters war das Ende der DDR für mich mehr als nur eine neue Herausforderung. Der SED-Staat war lange der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens gewesen. Dort hatte ich nach Anerkennung und Teilhabe gesucht, und all der Einsatz für einen sozialistischen deutschen Staat hatte sich mehr als vergeblich erwiesen. Gleichzeitig
Zu meiner persönlichen Sinnkrise veränderte sich die Stimmung in Ostdeutschland und Ostberlin auf gefährliche Weise. Ich hatte den Eindruck gewonnen, dass mir bekannte Orte und Menschen sich zu einer persönlichen Gefahr für mich und meine junge Familie entwickeln würden, und jeder Blick in die Medien verstärkte diesen Eindruck zu dieser Zeit. Schließlich zerbrach meine erste Ehe und ich wurde beinahe über Nacht zum alleinerziehenden Vater von zwei bald pubertierenden Jungs. In dieser Zeit fand ich zur ISD und irgendwann auf einem Treffen oder auf einer Veranstaltung dieser kleinen und wichtigen Organisation begegnete ich Mai das erste Mal. Wie ich schon zuvor erfahren hatte, war Mai in dieser Szene von Menschen, denen ich mich verwandt fühlte, eine der herausragenden Frauen. Mai war durch ihre historisch-publizistische Arbeit und nicht zuletzt durch ihre Poesie zu einer öffentlichen Person geworden und wurde als solche bewundert und schon auch verehrt. Wie und wo genau sich meine erste Begegnung vollzog, das kann ich nicht mehr zweifelsfrei erinnern. Die wöchentlichen Zusammenkünfte der ISD in Kreuzberg und ganz besonders der Black History Month waren für mich zu Zufluchts-, Sehnsuchts- und Inspirationsräumen geworden. Ich fühlte mich dort sicher, angesprochen und zuweilen auch verstanden, so wie es mir auch mit Mais Texten ging. Aber ihre würdevollen Bewegungen beim Vortrag sehen zu können und dabei dem besonderen Klang ihrer warmen Stimme zuzuhören, das war für mich eine überwältigende Erfahrung. Die mir bekannten Worte, Sätze und Gedichte, die ich bereits klug und verständnisvoll fand, die schienen nun direkt an mich gerichtet zu sein. Und ich suchte zukünftig die Nähe dieser zauberhaften Frau. Tatsächlich lernten wir uns ganz gut kennen. Teils, weil ich ziemlich aufdringlich sein kann und vor allem aber, weil Mai auf meine Kontaktbemühungen interessiert und freundlich reagierte. Wir trafen uns immer wieder mal im damals für mich sehr fremden Schöneberg, in Cafés am Nollendorfplatz, am Winterfeldplatz oder in der Goldstraße, hin und wieder auch in ihrer in der Nähe gelegenen Wohnung. Später habe ich Mai während ihres Klinikaufenthalts häufiger besucht. Und auch danach blieben wir in Kontakt. Wir sprachen viel über unsere schwierigen Familiengeschichten in West- und Ostdeutschland, über rassistische Ablehnungen während der Schulzeit und ebenso im Studium, über enttäuschende Freundschaften und gescheiterte Liebesbeziehungen. Wir redeten aber auch einfach über Bücher oder Musik und vermutlich viel zu oft über Politik. Eigentlich hatten wir selten Meinungsverschiedenheiten, oder? Ich mag mich heute nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall sind wir uns doch sehr nahe gekommen. Mai konnte es kaum glauben, dass ich Vater zweier pubertierender Söhne war, und ich konnte es nicht fassen, dass diese kluge, schöne und starke Frau mir hin und wieder doch auch so verloren erschien. Ich habe mir dann gewünscht, für sie ein Ausweg aus dieser mir auch gut bekannten Vereinsamung zu sein. Das war aber nicht der Fall und vermutlich war es auch nicht möglich. Ein Gedanke, der mich weiterhin sehr betrübt. Auch weil Mai aus dem Leben ging, als ich meinen Weg nicht zuletzt durch sie wiedergefunden hatte. Letztes Jahr ist mein jüngster Sohn mit seiner Familie nach Schöneberg gezogen. Zufällig in die Straße, in der auch Mai bis zuletzt wohnte. Ich mag diese Gegend von Berlin inzwischen sehr. Und immer, wenn ich meine Enkeltochter aus der Kita abhole, dann passieren wir dieses Haus. Und obwohl mir so immer wieder klar wird, wie sehr ich Mai vermisse, so finde ich es auch irgendwie tröstlich. Ich werde Camille irgendwann von dieser wunderbaren Frau erzählen, wie wichtig sie für mich war, wie sehr die Begegnungen mit ihr mich zu dem Mann gemacht haben, der heute ihr Opa ist, und vor allem, wie schön und wahr ihre Worte sind. Mai hat Dinge ausdrücken können, von denen ich wusste, dass es sie gab, für die ich aber bis dahin keine eigenen Worte hatte. Und auch deshalb
wird Mai mich weiter begleiten. Bis zu diesem intergenerationellen Gespräch wird sicher noch einige Zeit vergehen. Der Gedanke daran spendet mir schon heute großen Trost. Das ist eine so tolle Geschichte, die mich immer sehr berührt, wenn ich die höre. Und die ist nachzulesen beim Unrast Verlag. Die haben ein Sammelband zu Miami rausgebracht, wo du auch, das ist ein Vorwort, geschrieben hast. Und da kann man den Text nachlesen. Und wer noch mehr Texte auch zu dem anderen Audio, was wir produziert haben, hören möchte, kann das in einem Sammelband, der nächstes Jahr rauskommt, von dem Projekt Me Story, das ist ein Projekt von DAMOS, dem Dachverband migrantischer Organisationen Ostdeutschland, die sehr viele Interviews geführt haben und Geschichten niedergeschrieben haben. Unter anderem wird man da diese auch noch länger nachlesen können. Also ist länger, so. Kann ich sehr empfehlen. Ich würde gern noch Raum für ein, zwei Fragen lassen, wenn es die gibt. Und sonst schon mal trotzdem Danke sagen, Patrice, denn es war ein sehr, sehr toller und für mich sehr wertvoller Austausch. Ich danke dir, Katharina. Ich bin sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben. Same. Gibt es Fragen? Möchte jemand eine Frage stellen? Oder was sagen? Gerne. Es gibt ein Mikro. Sind wir hier vorne? Die war zuerst. Ich gebe dir einfach mal eins. Okay. Ihr habt ja beide gesagt, dass ihr irgendwann festgestellt habt, ich bin nicht das Problem, die Gesellschaft ist das Problem. Und es ist schön, wenn man da irgendwann ankommt. Bei mir war es auch so, irgendwann kommt man da an. Und dann kommen aber doch die Krisen, auch psychischer Natur. Und auf einmal ist man in einem Raum mit einem Psychologen, mit einem Therapeut, wie auch immer, der sagt, okay, cool, dann einigen wir uns jetzt darauf, die Gesellschaft, die ist richtig scheiße. Bin ich voll bei dir und du bist nicht das Problem. Warum bist du hier? Wir können nur irgendwie was ändern, wenn wir doch sagen, du bist das Problem. Weil du musst deinen Blick ändern auf die Gesellschaft. Du musst irgendwie Strategien entwickeln. Oder wir sitzen jetzt hier zusammen für immer und sagen, wie scheiße die Gesellschaft ist. Und es ist ein absolutes Spannungsverhältnis. Und ich frage mich, ob ihr das kennt, dass irgendwann Leute doch wieder kommen und sagen, ja, du hast ja recht, die Gesellschaft ist furchtbar, lass uns auf Demos, lass uns publizieren, lass uns machen. Und du bist trotzdem psychisch am Ende. Das heißt, du musst irgendwie was ändern und auf einmal geht diese ganze Scheiße wieder von vorne los, wo man ja dachte, man wäre schon weiter. Kennt ihr das? Habt ihr, also Strategien habt ihr ja schon beide gesagt, naja, geht so, aber kennt ihr das? Oh, nicer safe. Okay, wenn du weißt, worum es geht, geht es dir nicht besser. Sozusagen der Vorteil, alles auf sich zu nehmen, ist ja, dass man sozusagen irgendwie, dass es bei allem ist. Wenn du sagst, okay, also bei mir ist es so gelaufen, sozusagen, Sozialismus so, Kapitalismus so, irgendwie geht es dir an beiden Stellen ziemlich schlecht, oder ging es dir da ziemlich schlecht, womöglich könnte es nicht an dir liegen. So war eher bei mir die Formulierung. Das ist noch kein Durchbruch, weil sozusagen, das ist ja irgendwie alles. Also sozusagen, du
vorher hast du gedacht, zu sagen, du musst dich ändern, hier gibt es so Aktivismus und Pipapo und die sagen dir dann auch, und vielleicht kriegst du auch Anerkennung und plötzlich steht, also ging es mir den Eindruck, okay, du kannst machen, was du willst, irgendwie ist es immer falsch. Und das ist überhaupt keine Lösung. Das ist vollkommen richtig. Daran kann man auch verzweifeln. Ich bin nicht dran verzweifelt. Eine Geschichte hast du darüber gehört, wie das passiert ist. Für mich war es eine unglaublich große Erfahrung, sozusagen die Sicherheit zu haben, ich bin mit dem Problem auch nicht alleine. Es geht nicht nur mir so. Es können Leute sogar besser darüber reden als ich selbst. Ich kann darüber auch was lernen. Und dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich dann wieder angefangen habe, sozusagen, dann muss ich auch was tun. Es gibt ein Kapazitätsproblem. Das steckt damit drin. Also ich kriege sozusagen die ganze Gesellschaft nicht alleine geändert, so dass sie für mich gut wäre. Also habe ich angefangen, so Fragen zu stellen wie, wer tut mir eigentlich gut? Was tut mir eigentlich gut? Was halte ich aus, was halte ich nicht aus? Ich gehe zum Beispiel nicht mehr zu Klassentreffen meiner alten Schule. Sozusagen, und aus einer ganz pragmatischen, nicht weil ich die ablehne, ich bin total gerne in die Schule gegangen. Als die Schulzeit vorbei war, da ging es mir richtig schlecht, weil ich dachte, jetzt wird's hart. Und so ist auch gekommen, obwohl ich sozusagen noch ganz lange versucht habe, das zu vermeiden. Aber das beim Klassentreffen mir dann Matthias sagt, dass er weiter Led Zeppelin und dann aber eben die Lanza total toll findet, das tut mir leid, das brauche ich nicht. Dann bin ich weg von. So. Das ist eher so, dass ich versuche, die Dinge zu machen, die mir gut tun und die Dinge mich mit denen beschäftigen, die mich bewegen. Und selbst dann muss man immer wieder aufpassen, dass es einen nicht auffrisst. Ja, also kenne ich das? Ja. Muss ich aufpassen, dass es mich nicht auffrisst? Ja. Und ich würde auch sagen, dass ich mal mehr und mal weniger erfolgreich dagegen auch permanent ankämpfe und mich einfach damit abgefunden habe, dass ich das auch mein Leben lang weitermachen muss. So, es wird, also wir kommen hier nicht mehr gut raus, glaube ich. So, also in meiner Lebzeit wird sich nichts mehr so signifikant verschieben, dass ich irgendwie so, dass man mal so aufatmen könnte. Aber damit habe ich mich abgefunden und arrangiere mich mal mehr, mal besser, mal mehr, mal schlechter, mal besser damit. Ich glaube auch, Grenzen setzen ist gut und für Grenzen setzen wird man permanent auch bestraft von außen, denn Grenzen setzen, keine Grenzen zu haben, nutzt ja total denjenigen, die davon profitieren und übergriffig sein können und nicht in ihrer Normalität gestört werden. Trotzdem unfassbar wichtig, sich vernetzen tut mir wahnsinnig gut. Und eben genau das, was wir heute irgendwie auch machen, miteinander ins Diskurs kommen, die Geschichten, die sonst so verschüttet sind, rauszuholen. Und auch, und das war mir ein Anliegen, auch für die Veranstaltung heute und hoffentlich für spätere Veranstaltungen, dass es eben nicht ein Raum wird, wo wir als Betroffene von Rassismus, als People of Color für ein imaginiertes oder tatsächliches weißes Publikum sprechen und dann so in so einer Zulieferungs-Service-Haltung sind, um so das Gegenüber zu bespaßen und dann deren Fragen zu beantworten. Wie kann ich damit umgehen mit dem Vorwurf Rassismus? Also wie kann ich mich dagegen am besten wehren? Oh, interessiert mich nicht und ist irgendwie auch dein Problem und auch nicht mein Problem, das zu lösen für dich. Also ich habe das Gefühl, wir haben immer so eine Funktion in dieser Gesellschaft. So, ihr seid doch jetzt auf dem Podium, jetzt müsst ihr das für uns machen, das und das und das. Und was darüber hinausgeht, aber irgendwie nee, das ist nicht euer Raum. Und genau einen Raum zu schaffen, wo das nicht der Fall ist, sondern einen Raum zu schaffen, wo wir wirklich mal sprechen können und miteinander sprechen können und es Raum für ganz andere Erfahrungen gibt und gerne kann ein weißes Publikum zuhören und daran teilnehmen und das ist auch schön, aber es ist nicht mehr der Nabel der Welt, so nicht in dieser Veranstaltung. Und das tut mir gut, mich andere Geschichten zu hören und wirklich auch auf Augenhöhe zu hören, ohne dass die so kapitalisiert werden von außen. Und sonst, tatsächlich hält mich diese Idee am Laufen zu denken, das wird sich hier nicht mehr ändern, aber ich
Pusche wenigstens so weit vor, dass sich so ein Fünkchen verschiebt. Denn wir sagen immer so, es ist auch so eine Floskel, wir sind ja in anderen Zeiten. Es ist ja nicht mehr so. Die Welt hat sich verändert, die Zeiten haben sich verändert, die Zeiten haben gar nichts gemacht. Es ist keine Evolution der Zeit, dass sie immer besser wird. Das ist Quatsch. Es haben Menschen bestimmte Diskurse vorangetrieben und das mit sehr viel Schweiß und Blut und Tränen, damit wir an einem Punkt sind, der irgendwie, wo wir jetzt sind. Und da sieht man, dass sich auch was verschiebt. So. Die Zeit hat sich nicht verbessert. Die Leute, die daran gearbeitet haben, die gestört haben, die Grenzen gesetzt haben, die haben das vorangeschoben. Und das hält mich am Leben. Aber danke für die Frage. Eine noch. Ich glaube, wir sind massiv über der Zeit und ich möchte, ja, wir sind, ich würde sagen, wir schließen an der Stelle, sorry. Weil es auch eine gute Frage und ein guter Schlusspunkt ist. Patrice, möchtest du das letzte Wort haben? Okay, dann vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Das hat mir sehr, sehr gut getan und es war toll, über diese Geschichten mal so sprechen zu können. Und ich habe auch viel gelernt. Und vielen Dank für alle, die da waren und zugehört haben. Schönen Abend.